Hallöchen Leute, willkommen zurück zur 6. Episode von Final Fantasy XII The Zodiac Age für die PlayStation 4 Pro. Ich bin euer gut gelaunter Moderator Davy und begrüße euch hiermit ganz herzlich im Palast von Rabanastre im Kellerlagerraum. In der letzten Episode haben wir sozusagen diesen Mondstein erhalten von unserem ganz großartigen Erzieher in Anführungsstriche. Hat uns gesagt, soll in die Kanalisation gehen, um hier diesen Weg natürlich hier zu diesem wunderschönen Palast zu finden. Und jetzt gucken wir mal, was uns hier erwartet. Wir öffnen die Tür. Und genießen einfach die Atmosphäre. So, wir sind jetzt direkt im Palast und hoffen, Palastdienerin. Hey, dich habe ich hier im Palast noch nie gesehen. Bist du auch speziell für den Bankett heute Abend eingestellt worden? Da begib dich schleunigst zum Fuß der Treppe einfach den Gang hier runter. Die anderen waren sicher schon. Okay, wenn wir wohl dorthin gehen sollen, dann gehen wir mal dahin. Ich denke mal, mit jedem müssen jetzt... Oh, da ist hinten ist eine Truhe, die will ich auf jeden Fall mitnehmen. Man weiß es ja nicht, das sind sogar mehrere Truhen. Dass ich sie jetzt vergesse. Oh, verdammt. Ist das Personal für den Sonderdienst vollständig versammelt? Sehr gut. Also, eure Aufgabe ist es, nach Abschluss des Pakets die Aufräumarbeiten zu verrichten. Wartet hier, bis ihr weitere Instruktionen erhaltet. Verhaltet euch bis dahin ruhig, dass mir niemand auf die Idee kommt, die Treppe hochzuwollen. Zuwiderhandlung wird hart bestraft. Ganz frech, diese kleinen hässlichen Soldaten. Aber egal, ich wollte auf jeden Fall diese Kiste haben, wo wir noch ein schönes Potion bekommen. Ich hatte ja gehofft, einen Blick auf den schnuckeligen Wayne zu erhaschen. Doch daraus wird wohl nichts, wie schade. Aha, wer ist das? Palastina? Hey, ich muss generell hier mal gucken. Das sind ja sehr viele Schatzkisten. Ein Ether. Nicht, dass ich hier irgendwas jetzt vergesse. Jetzt mal ehrlich, wenn es so gute Sachen sind wie Ether. Allheilmittel, wow, wunderbar. Also da, das ist ja gefundenes Fraß hier. Guck mal, da ist jetzt sogar zwei, die ich hier alle einfach vergesse, nicht vollhorscht. Gut, dass ich doch nochmal geguckt habe. Wir können ja auch mal im Mittelgang gucken, aber ich bezweifle, dass wir was sehen tun. Hier. Nee, anscheinend ist nicht so wirklich hier was. Okay, gut. Der einzigste Weg ist eigentlich da hoch und vielleicht mit dem quatschen. Hey, wartet hier, bis du etwas anderes von uns hörst, Junge. Warum? Was ist denn mit dem los, ob der etwa nach oben will? Ah, vielleicht muss ich mit dem reden. Hast du gerade versucht, nach oben zu kommen? Hast du wohl Hunger, was klar? Wer würde sich nicht gerne einen Happen vom Buffet reinschämen? Generell, ich guck mich mal an, mein Bauch brummelt schon. Brauchst gar nicht so zu tun. Hab dich längst durchschaut. Na, dann will ich deinem knurrenden Magen mal was Gutes tun. Pass auf, ich rufe die Wache mit Viereck. Ich lenk sie dann ab. In der Zeit kannst du dich nach oben stehlen. Und mach einen großen Bogen um den Typen, sonst merkt er, was du vorhast. Okay. Hello? Jetzt oder nie, lauf los. Jetzt wird die Gelegenheit, sich die Treppe hochzustehen. Hold up! Das war ja eigentlich mehr Take it easy als irgendwas anderes, wenn wir mal ehrlich sind. So, dann gehen wir mal in den nächsten Raum. Ich finde es wenigstens gut, dass wirklich immer wieder so ein dubbischer Speicherpunkt kommt automatisch speichern. Das finde ich echt eine gute Eigenschaft. Das hätten sie damals schon bei Final Fantasy X einführen sollen, so wie es bei der PC-Version von Final Fantasy X HD Remastered war. Ja, das war aber ein Sehen der Sonne Kraft, den trüben Weg zu erleuchten. Sobald du im Palast bist, wirst du auf das Wappen stoßen. Erfüllt mit Sonnenlicht wird es deinen Weg erhellen. Das ist es, was der alte Dallon gesagt hat. Werde also diese Wappen aufstöbern müssen. Ja, gut, dann versuchen wir mal zu gucken, wo wir diese Wappen finden. Und natürlich den Weg so wählen. So, das ist das Wappen, wo wir suchen müssen. Oh, scheiße. So. Krass. Ich konnte einfach mal ganz gemütlich daran vorbei, an ihn vorbei. Oh. Ob ich an die Schatzkiste komme. Natürlich, Uhren, Urakereif wieder. So, das ist jetzt dappisch. Wie machen wir das jetzt sinnvoll?
dass ich jetzt an ihm wegkomme. Ich muss auch da runter, oder? Ich weiß es nicht. So. Hello. Okay. Keine Reaktion von ihm. Over here. Aber das sind E2. Das ist nicht gut. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir da drüben die hier anlocken. Hello. Sehr gut. Scharf ist, yes. Oh, ein Falkenwappen. Den Mondschein anwenden? Nein. Wir sollen ja ein Löwewappen anwenden. So gut, das heißt, wir sind schon mal im nächsten Gang vorgedrungen. Das ist doch schon mal positiv. So. Okay, den müssen wir irgendwie anders da weglockern. Okay, da habe ich schon mal eine Idee, eventuell. So, die muss ich dann noch runterlocken. Was anderes ergibt keinen Sinn, Leute. Das heißt, ich muss die drei jetzt eins Ding runter. Genau hier. Over here. Sehr schön. Sehr gut. Die positionieren sich schon mal dorthin. Das ist wunderbar. Das heißt, ich habe jetzt hier freie Bahn. Ah, da ist der Löwewappe. Sehr gut. So, in den Flur ist ein wunderschönes Wappen eingearbeitet. Es zeigt einen Löwen. Ja, wir wenden uns mal hier an, ob es vielleicht möglich ist. Gucken wir mal. Aha. Sehr gut. Aha. Wunderbar. So, das Wappen ist erfüllt mit Sonnenkraft. Irgendwo muss nun der geheime Weg erhellt sein. Ja, dann finde mal den geheimen Weg, hä? So, weil das ist es schon mal nicht. So, versuche ich mal den hier. Sehr gut. Den locken wir mal dahin. So. Ja, da drüben können wir es komplett vergessen. Also wir haben hier zwei Möglichkeiten. Also hier geradeaus oder rechts. Und wenn wir Pech haben, ist es keins von beiden, ne? Ist es das? Auffällige Wand. Auf den ersten Blick scheint diese Wand suspekt, doch bei genauer Untersuchung lässt sich nichts Besonderes feststellen. Wow. Vielleicht die hier? Ja, das ist sie. Sehr gut. Durch das Gitter schimmert ein schwaches Licht. Dies scheint der erhellte Weg zu sein. Oh, natürlich betreten wir diesen. Okay. Führt es jetzt wirklich hier jetzt in die Schatzkammer? Okay, die Geheimtür hätte ich gefunden, doch wo ist die Schatzkammer? Hey, was fällt dir ein, einfach wieder zuzufallen? Bleibt mir wohl nur eine Richtung. Ja, irgendwie doch. So, gucken wir mal. Kartentechnisch, okay, die ist auch nicht mal gekennzeichnet, das ist halt jetzt blöd, eh? Aber, aha. Was ist da? Hier ist was. Hier ist was. Aha, da ist ein Schotter. Oh, nee, da will ich noch nicht drücken. Auffällige Wand untersuchen. Okay, das heißt, ja. Muss ich tatsächlich den Schalter erstmal drücken. Wo ist der Schalter überhaupt? Ich sehe keinen. Von hinten erlangt ein Geräusch. Ich vermute mal, dass es das hier ist. Untersuchen. Huh?
Was ist das? Oh, quite a performance. Who are you? I play the leading man. Who else? Fran, the Magicite. Now then, I'll take that. No, you won't. I found it. It's mine. And then when I take it from you, it'll be mine. Exit stage right. The guards do not smile on us. I like it better that way. Den Göttinnen-Magnet erhalten. Ja, ein Magnet wissen wir ja von Final Fantasy VI, was es ist. Damit hat man eigentlich Espas dann beschworen. Oh, da wird schon gesucht. Ah, Wahn. Ob wir es tatsächlich jetzt hier rausschaffen, ohne entdeckt zu werden, das ist halt die andere Frage. Ja, die Frage ist, soll ich jetzt hier hochgehen oder nicht? Ich habe keine Ahnung, wir werden es jetzt sehen und herausfinden. Ich hoffe wirklich, dass es richtig ist, was ich hier tue. Ein Speicherpunkt wäre halt jetzt auch nicht schlecht. Ein kleiner Aufprall. A hover didn't just drop. It disappeared. Ah, forget it. Even if we could fly, the Ifrit's playing with fire, and I'd rather not get burned. We'll go the old-fashioned way. Not many Viera where you come from, thief. It's Vaughn. Sorry. Well, Fran is special in that she deigned to partner with a Hume. Oh? Like a sky pirate that chooses to steal through the sewers. Pirates? You're sky pirates? So you have an airship? It's Balthier. Listen, thief, Vaughn. If you ever want to see your home again, you'll do exactly as I say. Myself, Fran, and you, we're working together now. Understood? Don't even think you're getting this. The thought never crossed my mind. Balthier und Franz sind hinzugestoßen.
Endlich haben wir eine Dreiergruppe, die ich echt mehr begrüße, wie das kurze, was wir jetzt generell immer hatten. So, dann, bei dieser Spielabschnitt erforscht und beendet ist, kann dieser Ort nicht verlassen werden. Natürlich, das ist mir schon indirekt bewusst. Das hatten wir ja, wenn wir so wollen, in dem Palast genauso. Also, dann gucken wir mal, ob wir vielleicht hier ein bisschen jetzt aufleveln tun. Ich weiß ja nicht, wie stark die anderen sind. Das werden wir jetzt uns mal begutachten. Ich habe keine Ahnung. Level 4, 5 lässt sich eigentlich mal sehen. So, gut. Dann gehen wir mal die Stufen runter. Moment mal, Van. Lass mich mal sehen. Das habe ich befürchtet. Noch nie was von Gambit gehört. Hm. Pass auf, Van. Aktion und die Bedingungen zu aus... Führung der Aktionen können über die Gambit individuell modifiziert werden. Mit etwas Geschick bist du einem Gefährten der Retter in Not, aber wirst du ihm zum Verhängnis, wenn du bei den Einstellungen unvorsichtig bist. Mit etwas Grips kannst du deinen Gefährten einen großen Dienst erweisen, wofür ich dich nun in die Geheimnisse der Gambit-Einweihung einweihen werde. Okay, alles klar. So, im Gambit-Menü sind deine Gambit aufgelistet. Ein flinker Bursche, wie du einer bist, wird die Liste schnell im regulären Menü gefunden haben. Die Funktionsweise der Gambit ergründet sich in der von dir bestimmten Kombination von Aktionen und deren Bedingungen. Ich zeige dir, wie man es macht. Pass auf, zuerst lege ich die ausführende Aktion fest. Erleidet einer meiner Leute Schaden, werde ich zum kühnen Helfer in der Not und heile einen Gefährten mit meinen kostbaren Potions. Da ich aber Held dieser Geschichte bin und nicht die Wohlfahrt, möchte ich nicht bei jedem kleinen Kratzer ein Potion verbrauchen müssen. Richtig geil, wenn man sich das überlegt. Deswegen habe ich nun die Aktionsbedingungen auf Gefährten festgelegt, deren TP die 70% Marke ihres Maximalwerts unterschritten haben. Alle aufgelisteten Aktionen können gewählt und von entsprechenden Gefährten ausgeführt werden. Rechts kann die Liste der möglichen Aktionen näher betrachtet werden. Durch Drücken von Kreis verschwindet sie wieder. Achso, ich soll es ja machen, okay. Für die Bedingungen wirst du allerdings zur Kasse gebeten werden. In den hiesigen Gambit-Läden wirst du einige erstehen können. Okay. Links stehen die Bedingungen durch Drücken von. Verschwindet die Leiste, das ist mir schon klar. Und noch was solltest du wissen. Die Ausführung der Gambit erfolgt nach der eingetragenen Reihenfolge. Die Priorität der ausführenden Handlung ist an der Zahl am Spaltenanfang zu erkennen. Hier wird der Kampf mit dem Gegner, dem Heilen eines Gefährten, vorgezogen. Sinnvoller ist es, heilende und unterstützende Handlungen, offensiven und kämpferische Handlungen voranzuziehen. Warte, nochmal. Gefährten vorzugeben. Sinnvoller ist es, heilende und unterstützende Handlungen, offensiven und kämpferischen Handlungen voranzuziehen. Voranzustellen, ja genau. Die Gambit können außer im Kampfmenü auch hier an- und ausgeschaltet werden. Doch die beste Einstellung nutzt dir nichts im Kampf, wenn du die Gambit nicht auch aktiviert hast. Ausgeschaltet sollten sie sein, wenn es für dich keinen anderen Ausweg gibt, als das weiter zu suchen. Es wird einem nicht unbedingt mit Dank quittiert, wenn man der ganzen Gruppe die Flucht vermiest, weil man sein Gambit nicht unter Kontrolle hat. Soweit zum Thema Gambit. Die Einstellung meiner Gambit werde ich widerrufen. Du kannst sie jederzeit ändern, wenn dir danach ist. Nach wie vor gilt das Motto: Probieren geht über Studieren. Sobald die unterschiedlichen Gambit-Kombinationen zugänglich sind, probieren sie aus. Lege dich nicht auf eine Sorte Gambit fest, sondern sei kreativ und erfinderisch natürlich. Blickst du einen gegen hitzeempfindlichen Monster in die Augen, spricht den Zauber Feuer und nicht etwa Aqua. Oder heile einen Gefährten, der sich im Zustand Toxie befindet. Nicht ganz einfach, aber mach dir nichts draus. Schlussendlich bin ich der Held dieser Geschichte, nicht wahr?
Dem Menü wurde die Replik Gambit hinzugefügt. Dem Menü wurde die Replik Kampfmitglieder hinzugefügt. So, dann wollen wir mal. Wunderbar. Das heißt, wir werden uns jetzt hier um Gambit etwas kümmern. Die Verhaltensweisen der Gefährten können hier festgelegt werden. Die Gambit-Bedingungen, die das Verhalten definieren, können in diversen Gambit-Läden gekauft werden. Das heißt, ich muss da auch etwas kaufen, ne? Wow. Das ist echt unfassbar. Gegner des Kubenführers Angriff, genau. So, da muss man generell mal gucken, was wir hier so haben. So, Gefährte hätte ich gesagt bei 50%. Dann tun wir ihm, ja, werden wir Vita natürlich könnten heilen. Dann Potions, denke ich mal, ist eventuell sogar sinnvoller. So, anmachen wir das. So, eventuell. So, Gambit können wir das hier mal festlegen. So, einen Gefährten heilen. Ich sag mal, erst heilen natürlich, wenn das angeht. So, wenn natürlich 50% ist, erste Hilfe dann machen. Der hat ja die Möglichkeit. So, dann noch Fran. Machen wir Gegner des Gruppenführers, Gegner im Blickfeld. Ich denke mal, das ist sinnvoll. Aber bei ihr mache ich dann das als Alternative natürlich wieder. Wenn natürlich 50% auch wieder ist, nicht Angriff natürlich, sondern Vita zu machen. Sehr gut. Ich denke mal, damit fahren wir eigentlich ein sinnvolles Kino, was das angeht. So, wir haben eigentlich, wenn man so will, ein bisschen was ganz gemütlich erreicht in dem Moment von Final Fantasy 12. Ich danke euch auf jeden Fall vielmals fürs Einschauen, was dies angeht. Ihr wisst es, ein Daumen nach oben wäre wunderprächtig. Ein Abo wäre very, very nice, damit ihr nichts mehr verpassen tut. Und wir sehen uns auf jeden Fall nächste Mittwoch wieder bei Final Fantasy 12. Euer gut gelaunter Moderator Davy sagt damit Dankeschön fürs Einschauen und Tschüssi. Aha. Kowski.